Ein Schatz, der unseren Namen trägt. Entschuldigung. So, willkommen zurück, Freunde, zu Anno 1404 Venedig mit unserem kleinen Schatz hier. Wieso der da oben immer noch hieß, keine Ahnung, muss irgendwie wachsen oder so. Wie schön, euch wiederzusehen. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Salam alaikum zurück und so. Okay, dann gehen wir ganz kurz den Schatz abgeben. Nachher muss er dran denken, dass wir hier noch Es 200 läuft Tonnen. immer noch alles nach Plan. 200 Tonnen Gewürze brauchen. Nicht vergessen, Freunde. So, wir haben hier ernsthaft 26 Bürgerrechte zu vergeben. 26 Bürgerrechte. Das ist viel. Der Dom hat keinen Bock, weil die Kapelle ist zu weit weg. Scheiß drauf. Na, warte mal, die brauchen wieder Brot, wa? Ein bekanntes Brotproblem. Schnarch. Aber ja, viele tolle neue Bürgerrechte. Was jetzt? Achso, schon fertig. Ja, es nehmen doch nur 26, wa? Ich lasse mal euphorisch, weil, kohlemäßig bringt es mir jetzt nicht so viel, wenn ich da etwas ändere. 16 Handelsprivilegien sind verfügbar. Ja gut, komm. Wenn schon, denn schon, Freunde. Ziehen wir es hier jetzt hardcore-mäßig durch. Ich auch mal durch. So. Ich habe schon mal Marzipan, mal eine Teillieferung machen und so. Vielleicht kriege ich ein bisschen Rabatt. Wie sieht's aus, Kumpel? Ich glaube eher weniger. Mit einem Scheich sollte man sich nicht verscheichen. Egal. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst Nicht eingeweiht. ernsthaft, jetzt hier. Aber halt ein bisschen noch mithelfen soll im Orient oben. Kann jetzt nicht so viel ausmachen, Freunde. Sieben gesamten Briefe. Nee, das kann nicht so viel ausmachen. Das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Ja, aber überhaupt. Das kann ein kleines Problem werden, wa? Auf Gelb, ja, ist mir egal, wir brauchen eigentlich vor allem die hier vorne, die aufsteigen wollen. Wow. Wir waren da schon wieder. Es sind 40 pro Haus. Ja, ich brauche 12 Stück. Ne, 13. Die wilde 13 brauche ich. Ihr habt wirklich getan, Da wird die Begeisterung aber groß sein. Müssen halt die aufsteigen, weil wenn die hier hinten nicht können oder wollen, weil ja, die Schenke zu weit weg ist. Okay. Ja, ich baue da oben nochmal eine. Schenke ich es mir eben. Hahaha. Warte mal, ist der echt zu weit weg? Tatsächlich. Deine Produktion kommt zum Wow, was hast du Erliegen. gerade? So. Die Produktion, Mann, die ist scheiße und ich krieg ne Meise. Ne Meisel. Ah, jetzt wollen sie plötzlich auch alle wieder.
Noch 11 Stück. Krass. Ja, wir kommen unserem Ziel immer ein Stückchen weiter. Ist zwar wegen nur ein kleines Stückchen, aber hey, besser als nichts. Irgendwas zum Verzieren, irgendetwas Schönes oder so. Baubereich ist blockiert. So, wir haben ja die Kohle. Da haben wir noch irgendwo, sind das die kleinen Bäumchen? Das sind die hier, oder? Ne, das sind andere. Das sind nicht die Bäume, die ich bestellt habe! Und jetzt los. Gibt's auch Pipetten? Habe ich Pipettenmodus noch nicht, wa? Schade. Wo sind denn diese? Ne, die Bäume sind sicher nicht. Ah, sind die hier. Alles frisch auf den Tisch mit dem Fisch. Nirgendwo auf der Welt ist es schöner als hier. Nirgendwo ist es schöner als zu Hause. So. Zwei haben wir noch. Momentan zumindest. Natürlich kommen noch ein paar mehr dazu. Dann bei Gelegenheit machen wir ganz kurz den, damit es hier wieder schön zu ist und so, nicht wahr? Schön drei und Glied. Wie es sich gehört. So. Dann lassen wir hier mal alle auf grün. Hä? Immer grün ist doch auch schön. Muss mal ganz kurz gucken, weil die verändern sich ja jetzt nicht mehr. 20, 600 Bürger. Das ist noch Burger. Oh, Fische wird lustig. Wir kriegen bald mal ein Fischproblem. Hatten wir lange nicht mehr, hm? Müssen wir noch ein bisschen setzen, aber es kommt wieder. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 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 es ist ein Fischproblem. Es ist ein ziemlich fischiges Problem, Freunde. Jetzt müssen wir ganz kurz. Schweiz Gold vor. Ich nehme zwar zwei Fuhren mit, haben natürlich nicht so viele was auf Lager. Was bist du? Da kommt er, Regina, Maris, die zweite. Frage ist natürlich auch, wenn ich jetzt hier schon 10 habe, mache ich jetzt die nächste Fuhre hier, weil pff, eigentlich können wir es uns leisten. Von hier einfach alles wieder wegnehmen, oder? Und dann wieder ein paar. Natürlich haben wir als meiste exportiert, aber komm, also. Das ist jetzt wirklich Mumpitz. Hui, machen wir mal so. So. Schön, schön. Jetzt sind die so weit weg. Dann haben wir hier noch 7 Adelstitel. Aber gesagt, 13 brauchen wir. Also die Hälfte haben wir schon mal, Leute. Da hätten wir danach. Das direkt auch noch, wenn wir nicht ein bisschen auf aktuellem Stand sind. Das heißt, das ist jetzt der erste Zwischenschritt. Und dann der nächste. Logischerweise, der nächste folgende. Dann müssen wir aber echt genug haben für die 3500 Adligen. Puh. Man sieht noch einen Krampf, wenn man das so sagen darf. Zu viele Pelzmäntel, das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber egal, geht trotzdem mal ganz kurz hier runter. Eben hier ist bisher noch nichts passiert. Die könnten eigentlich aufsteigen, aber irgendwie keinen Bock drauf, interessant. Überhaupt. 5 noch. 5.
So. Dann, ja, aufsteigen müsste ja echt nicht mehr, sondern auch mal glücklich sein. Was mit den Kohlen? Da ist eine gute Frage. Ah, jetzt wollen die plötzlich auch wieder. Gut, ist nur einer. Schade. Ja, warte mal, stimmt doch gar nicht. Ist doch irgendwie pro 40 Gesandte? Kriege ich ein Aufstiegsrecht hier oben mehr. Okay, dann lasst die mal so, weil eben vielleicht kommen da unten noch ein paar mehr dazu. 7 Adelstitel momentan bleiben es noch dabei. Ja gut, die kann ich upgraden. Upgraden oder upgraden? Das ist hier die Frage. War nicht noch grün, krass. Wohnhaus aufgestiegen. Ja, so. Jetzt 82 hier mehr. Patricia jetzt hier 124. Dann wird es interessant, was wir jetzt noch alles machen müssen, damit es nach irgendwie wieder aufgeht. 16, das stimmt noch. Da sind es jetzt nur noch 39. Ich wusste immer, dass ihr diese Stadt zu Wohlstand führen würdet. Ja, momentan stelle ich mich gar nicht mal so ungeschickt an, wobei eben ist jetzt nicht wirklich noch eine große Schwierigkeit, sage ich jetzt mal. Nicht mehr zumindest. So, berechnen und weinen, was brauche ich alles? Ach du Scheiße, ist aber alles ziemlich rot geworden hier. Vergesst nicht. Eine Hand wäscht die andere. Dann wasch dir jetzt mal deine Hand, hey. Dreckspatz. So. Also wir haben 3280 Adlige. Ich kann demnächst euch die erlauben. Das ist schon mal viel. Oh, Entschuldigung, das war gerade mein Magen. Dann gucken wir mal. Wir brauchen 12 Stück Fischerei. Da habe ich jetzt so gemacht. 10 sind hier, da bleibt auch so. Da habe ich ein bisschen Blick, wo oder wie viel ich welche Insel habe. 2 haben wir hier. Das ist schon weit, soweit schon mal cool. Dann brauche ich bezüglich Gewürzen. 2, 3, 4, 5, 6. Seid meiner andauernden Treue versichert. Schon wieder? All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Ja, das finde ich cool von dir. Bist eine geile Socke. Danke, danke. Den mal hier hin. Wir haben eigentlich noch genug, aber einer mehr wäre mir schon lieber. Achso, scheiße. Kann da unten noch mal einer hin. Falls es nötig sein sollte. So. Jetzt 100%, sehr gut. Damit hätten wir 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Gewürze wird somit auch gesaved. Jetzt mal ganz kurz, wenn wir schon beim Thema Gewürze sind. Schon krass. Aber ja, ich brauche 200. Ein paar fehlen hier noch. Ich bin begeistert. Wenn ich jetzt eh schon hier unten bin, dann glaube ich erstmal sagen, machen Orim fertig. Hm? Also. Orient würde bedeuten, ich brauche 5 Stück davon. 1, 2. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind noch gleich geblieben. Okay. Das ist schon mal cool. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Marzipan sind es auch noch 3 Stück. Also zurzeit ist noch nicht viel geändert. Perlen von den Säuerwerfen sind es 6 ganz knapp. Okay, dann bleiben wir mal so. Aber wenn es 6 ganz knapp sind.
Hier sind es aber auch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da habe ich eh 7 gemacht, warum auch immer. Dann haben wir hier die Teppiche. Da sind 6. 6 braucht es auch hier. Perfekt. Datteln und Milch sind jeweils 10, die es benötigt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben ein bisschen übertrieben, warum auch immer. Ach, weil es so schnell runterging, ja, ja. Da war ja was. Also eigentlich dürfte hier nicht viel passieren. Eigentlich. Na ja, egal. Oder? Da oben sah cool aus. So, jetzt aber 200. Oder? Na, 10, 165. Doch, 200. Bin gespannt, ob das so klappt, weil sonst war auch echt ein großes Schiff da unten. Was ist denn für ein Fuck-Auftrag hier? Ah, seht ihr, jetzt kann nochmal einer nach. Wie ich es prophezeit habe. Die Prophezeiungen sind stark in mir. Okay, aber leider. Leider will da keiner mehr dazu joinen. Das ist natürlich jetzt enttäuschend. Das muss man mal so sagen. Noch nie war das Leben so schön, findet ihr nicht? Ja, du. Doch, doch. Gibt durchaus Schlimmeres, das ist schon recht. Okay, dann haben wir das. Jetzt auch wieder mehr Fische, krass. Aber 12 frei momentan, Gewürz habe ich schon geguckt. Ich bin begierig, eurem Bericht zu hören. Ah, doch, klappt. Ihr seid wahrlich mein Verbündeter. Ein gefährliches Spiel, das ihr da treibt. Oh. Teil 2 und so. Wird. Ah, stimmt, heißer Poseidon. Ah, aber ganz. Aber sagen tut er nichts mehr. Als erstes möchten die Chronisten die Ländereien und nach besonderem Wunsch auch die Befestigungsanlagen des Sultans besichtigen, um darüber zu berichten. Würden sie sich um die Überfahrt kümmern? Ein beflissen orientalischer Zöllner. Was? Da ist ich lerne einen Chronist ab, lasse den auf so einer Insel verrecken und bekomme dafür einen Zöllner. Ernsthaft? Okay. Ja, das Spiel wird schon wissen, was es tut. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, jetzt ist auch Maximum. Zack, zack. Das ist auch cool. Gewürze ist klar, warum es fällt. Kaffeehaar. Da kommt noch was Neues nach. Naja. Alles cool, gar kein Problem als Orient. Könnte man theoretisch vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen. Noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, aber egal, erstmal gucken. Also Fische sind 12, müsste aber eigentlich jetzt ihm noch einer reichen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Also hat abgeliefert. Wollte schon sagen, war jetzt ein bisschen seltsam. Wo war ich stehen geblieben? Fische, Gewürze habe ich jetzt wie gesagt. Haben wir da 7? Oh, da haben wir 7. Da ist alles super. Brot. Ein kleines Problem. 6 Stück ist was war das gerade? 6 Stück ist genau das, was wir brauchen. Also genau das 100%. Das heißt, wir können uns jetzt schon denken, wir werden künftig noch mehr brauchen. Könnt ihr nicht ein paar armen Seelen Obdach gewähren, ne? Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Dann ganz kurz, hier haben 1, 2, 3, 4. Doch, ist cool. Offensichtlich kann man sich auf euch nicht verlassen. Allah segne euch.
Ja, wenn es halt unzufriedener ist, mir doch scheißegal, dafür haben wir ein paar Bettler mehr. Die fressen jetzt wieder die Fische vom Kopf, aber was soll's. Wobei, Fisch mit 12 geht immer noch. Gewürze geht auch noch. Jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, das Brotproblem. 600% das Problem. Wieso ich es überhaupt erwähne, warum es überhaupt ein Problem ist, liegt darin, dass wir noch ein bisschen mehr Leute brauchen. Sprich, es geht dementsprechend noch mehr runter. Also sprich, der Verbrauch geht hoch, muss ich vielleicht so sagen. Also echt erstaunlich ist, dass sie so wenig Fleisch brauchen. Alter, eben noch die ersten drei vom Anfang. Das reicht immer noch. Die fressen pro bis zum geht nicht mehr, aber alles weitere, das kratzt ihn. Nö. Kratzt ja aber sonst was. Machen wir es doch mal so, oder? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Es sind drei, die ich brauche. Drei relativ große. Das heißt, ich kann es eigentlich so machen. So, und den dritten dann hier oben. Da ist dann halt irgendwie... Geht auch so, komm. Das ist natürlich jetzt ein Platz brauche, nicht optimal, aber hey. Gut. Hätte man da auch vorgesorgt, ja? Aber wie gesagt, momentan würde es immer noch reichen eigentlich. Bin ich jetzt schon mal da oder was? Ja, die sind da. Restlich wird über Bord dann schlecht. Ist es ein gutes sein, dass ich hier kein Bild habe? Ist jetzt sowieso kein Bug oder so. Aha, nein, insgesamt bekomme ich einen. Okay. Ja, hab's gerade falsch gelesen. Entschuldigung. Okay, jetzt haben wir die Bauern mit den Bürgerrechten wieder. Aber bereits die Rechte erteilt habe, okay. Die Made im Speck. Oh, er freut sich so. Ist er total eklig, aber er freut sich ja so, Leute. So. Ich bin auch froh. Ja, ja. Ich muss eigentlich alles beobachten und so überwachen, dann kann ich da alles parallel machen. Deswegen erstmal. Ja, hier wieder ein paar neue Leute ansiedeln und so. Brillen, mhm. Kerzenhalter, yo. Not jeder von die Ecke und so, aber hey. Brillen braucht doch eh mehr, hä? Okay, das sind die hier unten. Das sind die, ja, Brillenmacher, ja, ja. Das brauche ich vermutlich nachher drei Stück. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Na, hoffentlich geht es noch gut am Schluss. Jo. Das war's dann mit euch. Ja, komm, Rasti, komm. Was sollst du? Dann machen wir hier mal weiter. Das war's auch mit denen. Einer kann noch nachjoinen. Okay, dann sind es noch fünf Leute. Sind es noch fünf Adelshäuser, die fehlen? Das heißt, doch erstmal nächste Folge, so wie es aussieht, erstmal hier wieder aufstocken mit den Materialien oder ja, generell was ich einfach alles brauche, den aktuellen Bedarf zu decken. Hm? Und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Da kommen hier die letzten Adligen hin und dann ist das alles perfekt, obwohl. Aber denen geht's gar nicht, war ich gerade.
Die können gar nicht aufsteigen, weil der Glaube ist nicht da. Dann gehen halt die hier oben hoch. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Unser Arrangement ist hinfällig. Schon wieder? Mann, ist die wankelmütig. Keine Ahnung, was mit der Alten los ist. So, dann gehen wir mal da hoch. Okay, was ist jetzt hier los? Eine Blockade? Ach du Scheiße. Was sind das für Schiffe, ey? 1, 2, 3, 4. Ah, das sind... Okay, pro Schiff hat 2 Flaggen. Trotzdem 4 Stück. Ja, da wird man ja Armada freuen, Freunde. Hey. Und zwar natürlich dann in der nächsten Ausgabe hier des Spiels. Joho, ich freue mich. Lalalalala. Freu dich mal. Ich habe es vergessen. Wir wollen ganz kurz über die Liste aktualisieren. Jetzt sind es hier 83 schicke Häuser von denen. Hier haben wir 126 Stück. 126. Bauern sind es ja 12 Häuschen und hier oben, da sind es 40 Häuschen. Alles voller Häuschen hier. Alles Häuschen oder was? Ich glaube, es soll es langsam Most merken, wa? Was ist ihm noch cool? Hey, da muss man es langsam runtergehen. Ich glaube, ganz ehrlich, Leute, ich gucke nicht mehr so aktiv meine Liste, die ich hier habe, sondern ich gucke eher hier ein bisschen, was wir hier haben, was da runter geht. Also sprich, ich irgendwie sehe, okay, Brot fällt massiv nach unten, kein Plan warum. Also natürlich schon Plan, aber egal. Dann mal gucken, wie viel er jetzt bräuchte und so und stock das ein bisschen auf und einfach um ein oder zwei aufstocken. Mein Gott, ich meine auch hier. Ist doch alles cool. Das steigt auch wieder, der ist auch bei 50, also allzu viel kann ich nicht falsch machen. Brillen vielleicht, wa? Ja, Brillen, wir vermutlich das einfach da ein bisschen gemäß meiner Liste ist eben noch cool. 2 Stück brauchen nur. Immer noch. Krass. Ja, wieder mal sei, Freunde. Die sind eben noch alle am Aufstocken und so. Ich brauche noch 180 Adlige insgesamt. Ja, trotzdem noch 4 Häuser. Aber die kriegen wir hin, Leute. Ob sie jetzt durch Bettler sind, ob es durch den Orient ist, ob wir es alleine schaffen hier oben, durch ja, die Vorstufen halt. Wir haben hier noch ein bisschen Platz. Es wird klappen. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Und dann, ich glaube, das ist eine gute Idee, wa? Dass wir erstmal hier in der nächsten Folge wieder eine Produktion weiterbauen. Dann alles upgraden lassen, bis ich halt die benötigte Anzahl Adlige habe für den Kaiserdom. Den starten und gleichzeitig halt gucken, dass wir hier nicht alle verhungern oder sonst irgendwie etwas, irgendwelche Güter halt zu wenig werden. Ja, und am Schluss halt noch die Bündnisverträge bzw. die Bündnisbullen einsetzen. Dann haben wir alles geschafft hier. Klar, natürlich die Aufträge hier auch noch, ist klar. Aber da bin ich ja dran. Auch genug Zeit und hier oben, da ist auch unterwegs. Oder sind schon da? Nehmen Sie gemütlich, wa? Sind die überhaupt? Hallo? Leute! Suchtrupp, ah, hier sind sie. Ja, sie sind bereits hier und dann sind sie bald da. Für die Ralala. Nur würde ich mal sagen, ziemlich nichtssagend. Würde ich mal sagen, ziemlich nichts sagen, beende ich hier wieder mal die Folge bei Anno 1405 Venedig. Das nächste Mal, also, der hoffentlich große Abschluss mit den Adligen und dann die Fortsetzung des Kaiserdoms. Wollen wir es hoffen. Ah, welche Stille. Bis dahin, tschüss.